Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es etwas sehr Besonderes, auf das ich mich schon einige Zeit gefreut habe. Und zwar haben wir eine Unterwasserdrohne bekommen und ich bin gespannt, die auszutesten. Damit können wir auf Schatzsuche gehen. Wir haben auch einen Roboterarm. Das heißt, wir können Dinge unter Wasser greifen und im Endeffekt können wir so tief, egal wie tief der See ist, ist völlig egal, wir können alles rausholen, was wir wollen. Zumindest, wenn es nicht allzu groß ist, sonst muss ich selber rein. Tauchzug habe ich auch bei. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das gut funktioniert. Wir gucken uns das gleich an. Erstmal gibt es natürlich das Intro und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, wir können heute einige spannende Dinge finden. So, ihr seht hier schon mal meinen Bollerwagen. Ich habe übrigens einen neuen Bollerwagen. Der alte ist leider in die Brüche gegangen, der hat aber lange genug gehalten. Hier ist der mini kleine Koffer für die Unterwasserdrohne, das packen wir gleich mal aus. Und hier ist noch der Roboterarm und ein bisschen Schutzsachen, damit die Drohne nicht gleich kaputt geht. Ansonsten habe ich hier auch noch ein bisschen Tauchzeug. Es könnte sein, dass wir was Großes unter Wasser finden und ich möchte auf jeden Fall noch in der Lage sein, hinterher zu springen. Deswegen habe ich hier einen Neoprenanzug, ein bisschen Zeug und Wasserflasche. Bikini von meiner Freundin, die wird baden gehen, vielleicht auch, mal gucken. Noch ein Stativ, aber ansonsten haben wir eigentlich alles hier drin, was wichtig ist. So, die wunderschöne Drohne kommt in diesem Paket hier und da haben wir eigentlich alles drin, was wir brauchen. Vor allem brauchen wir heute die Anleitung, aber die habe ich schon mal studiert. Ich hoffe, ich komme damit einigermaßen zurecht. Dann sehen wir hier, das ist die besagte Drohne. Ich glaube, die heißt Fifish V6 Expert oder sowas. Ist relativ teuer und ich hoffe, wir können damit ein paar schöne Sachen finden. Wir haben die Drohne, einen Controller, also eine ganz normale Fernbedienung, da können wir das Handy einspannen. Da haben wir hier eine VR-Brille, aber das testen wir vielleicht ein andern Mal. Ganz normaler Ladestecker und hier, das ist relativ wichtig, die Kabeltrommel. Die Drohne ist natürlich die ganze Zeit an einem Kabel befestigt, was einerseits gut ist, falls man die wirklich irgendwie mal verliert, falls der Akku leer geht oder sonst was, dann kann man diese wieder rausziehen zur Not. Aber man weiß auch ungefähr, wo sie ist. Das ist vor allem gar nicht mal schlecht. Genau, da haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram, aber das ist alles unwichtig. Ich würde sagen, ich versuche das jetzt hier erstmal aufzubauen. Wie gesagt, ich bin noch nie damit unter Wasser gefahren. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, das auszutesten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo wir die mal ausprobieren sollen. Ich will sie auf jeden Fall mit nach Norwegen nehmen. Das wäre natürlich richtig krass, an einer Brücke, an einer richtig tiefen Brücke, wo es, weiß ich nicht, 50 Meter tief ist, mal tauchen zu gehen und zu gucken, was da so liegt. Mein Bruder beim Magnetfischen zum Beispiel findet ja auch immer relativ viel Zeug, was in den Seen so verschwunden ist oder in den Flüssen. Von Waffen bis hin zu Einkaufswagen, bis hin zu Fahrrädern ist alles dabei und mit so einer Drohne kann man das natürlich unter Wasser entdecken und teilweise auch bergen, denn dafür haben wir in diesem Karton hier einen Roboterarm, den wir gleich an der Drohne noch befestigen werden und dann können wir damit irgendwelche Sachen greifen. Mal gucken, wie ich mich damit anstelle. Wird sicherlich nicht allzu leicht sein, aber es ist auf jeden Fall cool, die Möglichkeit zu haben und nicht nur die Dinge zu sehen, sondern sie letztendlich auch rauszuholen, wie zum Beispiel ein verlorenes Handy oder sonst was. Denn wir befinden uns hier aktuell an einem Sprungbaum, also ein sehr, sehr langes Seil an einem Ast offensichtlich und da kann man reinspringen. Wird hier im Sommer auch sehr, sehr oft gemacht. Heute ist schlechtes Wetter, deswegen ist leer. Aber ich denke, da könnte einiges Verlorenes liegen und das werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ich werde mich jetzt erstmal mit der Materie vertraut machen, das ganze Zeug aufbauen und dann will ich gar nicht mehr lange quatschen. Wir schmeißen das Ding ins Wasser und dann gucken wir mal, was wir so finden, oder? Ich glaube, es ist soweit. Wir haben Folgendes gemacht. Also ihr seht, die leuchtet sogar schon hier. Die ist schon richtig bereit. Die hat Bock. Wir haben das Kabel hier hinten angeschlossen. Das Kabel wird hier nochmal fixiert. Theoretisch kann man das dann natürlich richtig da dran rausziehen. Im schlimmsten Fall höchstwahrscheinlich. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen kürzer machen, dass das hier nicht so rumhängt. Und dann habe ich hier unten den Robotikarm festgeschraubt. Okay, keine Ahnung, warum sie Geräusche macht. Ich habe nicht die ganze Bedienungsanleitung gelesen, ehrlich gesagt. Aber ich denke, sie ist ready to go, wenn du hier mal hinfilmst. Dort siehst du, die Kamera ist schon an. Und du siehst, guck mal, siehst du da unten rechts, wenn ich die bewege, dann ist die Neigung richtig angezeigt. Siehst du unten rechts die Drohne? Ja. So, also das funktioniert schon mal. Kamera ist dran, wir können uns sehen. So, das funktioniert. Ist übrigens eine 4K-Kamera, also sollte eigentlich ganz gute Bilder liefern. Das ist jetzt halt die Frage, warum die piept, ne? Also, wir haben das Teil jetzt kalibriert. Vielleicht hat es deswegen gepiept. Jetzt piept es jedenfalls nicht mehr. Okay. So. Es sinkt, es sinkt, es sinkt. Es liegt. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt auch irgendwas macht, wenn ich steuere. Auf jeden Fall sehen wir schon die ersten Fische. Warte, ich mache mal die Aufnahme. Start. So. Cool. Also hoch, runter, rechts, links. Also drehen, rechts, links schwimmen, vorne, hinten. Und jetzt kann es losgehen. So, jetzt drücke ich auf Aufnahme, 3, 2, 1, zack. Und dann werde ich mal abtauchen. Dann gucken wir uns mal den Grund an. Aufpassen. So, da zischt sie ab. So. Und jetzt gehe ich mal runter.
Ah ja, okay, hier kann ich sogar neigen, also die Drohne quasi kippen. Und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an hier. Ups, nicht so schnell. So, okay, ich schwimme jetzt nach vorne. Ein bisschen hoch, ich will ein bisschen über dem Grund bleiben. Und jetzt schwimme ich einfach mal ins Tiefe rein und wir gucken mal, wie tief wir da überhaupt kommen. Es ist jetzt aktuell 2,50 Meter, ein bisschen tiefer. Wow. Man muss sich dran gewöhnen, also es ist schon anders auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ob wir da irgendwas sehen. Nee. Achso, ich muss das Licht auch mal machen wieder. Habe ich schon ausgemacht, so. Zack. Das ist ein bisschen heller. Mal gucken, wann wir das erste Mal irgendwas sehen, was man rausholen kann. So, was ist das hier? Nichts Besonderes. Boah, das ist echt schwerer als gedacht, sage ich euch ehrlich. Ich muss erst mal klarkommen hier ein bisschen. Sind wir jetzt ungefähr beim Sprungbaum schon? Nee, ne? Keine Ahnung. Kannst ja einmal hochkommen. Ja, dann komme ich einmal schnell hoch. Auffassen. Pass auf nicht, dass du springst. 1,66 Meter, 1 Meter. Und jetzt sollte ich oben sein. So. Ja. Jetzt bin ich auch direkt beim Sprungbaum. Sehr gut. Okay, dann wieder runter. Zack, 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 zack. Also da ist sie echt flott, muss ich sagen. Die ist jetzt schon wieder bei 3 Meter. Und da ist auch schon der Grund. So, na gut, dann gucken wir mal. Jetzt machen wir uns mal auf die Suche ein bisschen. Wir haben hier einen Kollegen. Einen fetten Karpfen. Guck mal, wie groß der ist. Dass er sich gar nicht stören lässt. Ich leuchte ihn mal an. Wow. Ich weiß nicht, was er von meiner Drohne will, aber der ist sehr interessiert. Warte mal, sieht man die besser, wenn es aus ist? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit da irgendwie rumgeschwommen und habe eigentlich nichts weiter gefunden, aber der Fisch hier, der ist echt cool. Wir sind auf 3,75 Meter, wie man sehen kann. Aber ich sag euch ehrlich, das ist so schwer damit zu steuern. Man muss da echt Fingerspitzengefühl entwickeln. Das ist nochmal mehr als eine normale Flugdrohne, finde ich. Das ist schon nicht ohne. Oh, guckt euch den schönen Fisch an. Das ist echt ein bisschen grün alles. Aber Meer und so, ich denke, das könnte richtig cool werden. Egal, ich werde jetzt hier trotzdem noch ein bisschen rumschwimmen, genug vom Fisch. Und guck auf den Grund, ob ich wenigstens mal irgendwie eine Flasche oder so finde zum Aufheben. Weil das ist echt schwierig. Also man muss halt mit der ganzen Drohne ran und dann irgendwie versuchen zu greifen. Vielleicht probiere ich es auch erstmal mit dem Stock. Ja. Ich habe hier was. Ich habe irgendein. Oh, warte. Komm. Ich glaube, ich hab's. So, warte, jetzt muss ich nach oben. Ich hänge ein bisschen fest. Ja. Ah. Oh. Warum macht er jetzt hier so einen halben Looping? Okay, ich glaube, wir haben unseren ersten Fund. Ich werde jetzt mal hochkommen. Hoch, 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 hoch. Warte. Nein. Oh, es ist nur ganz knapp noch dran. Das ist wie auf dem Rummel, wenn man so einen Greifarm bedient. Mhm. Und dann versucht das Ding zu. Da ist er. Okay. Nein. Doch, es ist doch da. Oh nein. Das ist ein letztes Rotor. Oh. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ich kann ihn nicht mehr hochsteuern. Oh nein, das ganze Ding ist drin. Ich mach ihn aus. Ja. Oh nein, die Schnur ist auch noch im vorderen Rotor. Scheiße. Oh nein. Das ist überhaupt nicht gut. Du musst reinsteigen. Das ist überhaupt gar nicht gut. Nee, ich hol die so hoch. Ja, aber hätte ich mir auch denken können, dass so ein Netz von den Rotoren eingesogen wird. Oh nee. Oh mein Gott, das ist echt doll drin. Hoffen wir mal, dass das hier einigermaßen stabil ist alles. Das sieht schon mal gut aus. Was viel schlimmer ist, ist glaube ich dieses oh, ja. Plastikding da drin. Oh Mann, ey. Boah, das Netz stinkt. Ja, riecht nach Fisch, ne? Ja, das ist wirklich so ein Einkaufsnetz. Ja. Boah, das ist richtig schön verkeilt hier, guck mal. Aber es sieht so aus, als hätten die Rotoren komplett überlebt, ja. Na, das ist ja schon mal ein Qualitätssiegel. Boah, ey. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob da extra Rotoren dabei sind. Ich glaube schon, dass zwei Ersatzrotoren dabei sind, aber muss ja nicht sein. So, erster Fund. Hier, wunderschön, bei 4,5 Meter. Hey, ist ein bisschen Müll schon mal. Okay, ich werde es noch ein bisschen probieren. Melde mich, wenn ich irgendwie ein Signal habe. Ne, ein Signal sage ich schon. Wenn ich irgendwie was finde oder was, aber meine ich. Oh Gott, siehst du, ich kann gar nicht vom Metalldetektor umsteigen. Das geht gar nicht.
Okay, ich guck mal, ob ich noch was finde. Vielleicht wechseln wir auch nochmal die Badestelle oder so. Ich habe nicht mal eine Flasche gesehen oder so, was ja gut ist auf jeden Fall. Mhm. Aber ich dachte eigentlich so, ich hole jetzt ein paar Flaschen raus und finde eventuell ein Handy oder so. Wir suchen uns jetzt nochmal eine andere Badestelle und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht doch den einen oder anderen Müll rausholen können oder vielleicht irgendwas Spannendes finden. Aber ich glaube, an der Badestelle lag halt auch einfach nichts. Ich weiß nicht, ob der Sprungbau nicht so frequentiert ist oder sonst was, aber gucken wir mal. Also wir haben ja den ersten einigermaßen guten Fund, würde ich behaupten. Eine alte Taucherbrille. Das Problem ist nur, das Kabel ist jetzt irgendwo unterm Baum. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich da unten irgendwo durchgefahren bin. So. Okay. Ja, immerhin irgendwas. Jetzt ist nur das Problem halt, wie gesagt, da hinten das Kabel geht irgendwo am Baum unten durch. Ich schwimme jetzt mal hin und guck mal, ob ich das vielleicht finde, wo das fest ist, aber es wird schwierig. Ja, ich muss da unter irgendeinem Ast durch wahrscheinlich. Ah, da ist der erste Ast. Der ist es aber nicht. Da ist ziemlich viel geäst leider unter Wasser. Fische immerhin. Oh, was machen die? Oh, ja, ich hab's gelöst, oder? Oh. Das war ja wie in einem James Bond. Okay, jetzt versuche ich hier schnell irgendwie rauszufahren. Lass mal locker. Das gibt's ja gar nicht. Immerhin eine Selbstrettung und nicht ins Wasser gehen. So, wieder frei. Oh, es ist, puh, ich glaube, ich brauche noch eine Menge Übung, um mit dem Teil zu tauchen. Aber es ist halt auch schwere Bedingungen hier in dem See. Da ist es im Meer natürlich ein bisschen einfacher, aber das werden wir auf jeden Fall noch machen. So, nächster Versuch. Wir haben hier eine Flasche. Und zwar genau dort. Ich werde sie jetzt greifen. Oh, das war zu viel. Oh, okay, vielleicht doch nicht. Das sieht gut aus. Und jetzt werde ich hoffentlich in die richtige Richtung zurückschwimmen. Aber müsste so sein, ja. Perfekt. Guck mal, klappt doch. Eine geschlossene Flasche, irgendwas. Ist doch immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Es läuft langsam besser. Okay. So, ich glaube, langsam reicht der erste Testversuch. Wir werden es auf jeden Fall nochmal versuchen hier in diesem Video. Also, das waren jetzt bestimmt 3 Stunden. Wie gesagt, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und werde jetzt erstmal alles einpacken hier, schön alles einrollen. Und dann werden wir es auf jeden Fall nochmal an einer besseren Badestelle probieren, wo vielleicht ein bisschen mehr Krempe liegt, weil ich glaube, so an den Nebenbadestellen brauchen wir das nicht probieren, sondern eher so an den Hauptbadestellen. Okay, ich räume alles zusammen und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe alles wieder zusammengepackt und es gibt ein kleines Zwischenfazit. Also, es gestaltete sich sehr schwer. Wir waren jetzt bestimmt 2,5 Stunden im Wasser mit dem Teil. Es wird das normale Tauchen mit dem Metalldetektor natürlich auf keinen Fall ersetzen, aber für die Stellen, also jetzt nicht für die Seen, sondern für die Stellen, wo man sonst nicht rankommt mit dem Tauchen, ich kann ja 50 Meter tief damit tauchen oder sogar 100, wie gesagt in Norwegen, da wird das dann auf jeden Fall nochmal anders zum Einsatz kommen. Und wenn das Wasser auch klarer ist und man keine Hindernisse hat, so wie vorhin den Baumstamm, wo wir uns rumgewickelt haben, dann wird das Ganze nochmal wesentlich spannender. Nichtsdestotrotz werde ich es jetzt aufladen über Nacht. Das Ding ist zwar noch nicht ganz leer, aber ich will nochmal mit dem vollen Akku am nächsten Tag starten und dann gucken wir mal, ob wir nochmal ein paar schöne Dinge wenigstens finden, weil ich gebe mich noch nicht zufrieden mit der Ausbeute, die wir bisher haben und ich denke, ihr euch auch nicht. Also, wir werden es nochmal probieren. Ich hoffe trotzdem, das Video wird euch irgendwie ansatzweise gefallen, auch wenn wir wahrscheinlich heute keinen Schatz finden werden. Lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben, da würde mich natürlich sehr unterstützen und ja, wir sehen uns gleich nochmal. Ich lade das Zeug auf und dann gucken wir mal, was da noch zu finden.
So, neuer Tag, neues Glück. Die Drohne ist wieder aufgeladen. Wir sind jetzt an einer neuen Badestelle, sogar an einem anderen See. Hier ist ein Sprungbaum, da war ich sogar schon mal tauchen. Da liegt definitiv mehr Zeug drin als an den Badestellen, wo wir gestern waren. Deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass wir heute ein bisschen mehr finden, auch wenn es nur Müll ist. Wir machen heute alles sauber. Vielleicht finden wir aber auch den einen oder anderen guten Fund. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich packe die Drohne wieder ins Wasser und dann geht's nochmal los. So, dann machen wir mal hier. Hier. Heute sollte es eigentlich alles besser klappen als gestern. Dann zücke ich mal ab, oder? Gucken wir mal, was finden. So, wir sehen hier unsere erste Flasche für heute, unseren ersten Müllfund, den ich hoffentlich in diesem Augenblick gleich greifen kann. Los und zu, das Ding. Vorne an der Spitze zu greifen ist natürlich immer ein bisschen riskant, ja, genau deswegen. Und vorne und greifen. Jawohl. Nochmal ein bisschen fester zu, falls es nicht gereicht hat. Dann fahren wir rückwärts nach oben. Dann gehe ich wieder in die Waagerechte. Oh, okay. Und aufsteigen. Aufsteigen, 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 aufsteigen. Die Bierflasche. Na genau die haben wir doch gesucht. Schön gekühlt. Was will man mehr? Okay, jetzt. Ein volles Bier. Okay, mal gucken, was wir als nächstes finden, oder? Okay, nächster Fund. Ich starte das Video. Zack. Wir haben da anscheinend ein Zopfgummi. So sieht es jedenfalls aus. Eine Kette wäre natürlich schöner, aber um eine Kette zu bergen, muss ich auch erstmal versuchen, hier einen Zopfgummi zu kriegen. Das wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Ne, offensichtlich nicht. Ansetzen. Und zu das Ding. Und hoch. Okay, ich lege es einfach da ab und wir holen uns das einfach dann raus. So. Oh, sah gut aus, oder? Mhm. Sehr schön. Und wieder rein. Okay, wir haben hier wieder was. Und zwar, es könnte wieder eine Flasche sein, aber ich erkenne es gar nicht. Auf jeden Fall steht es relativ senkrecht im Boden. Das sollte eigentlich relativ einfach auch zu holen sein, oder? Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus sogar. Ha, so langsam habe ich mich an die Steuerung gewöhnt. Es ist, ich würde sagen, schon fünfmal schwerer als eine Luftdrohne zu steuern, da bin ich mir ziemlich sicher. Man hat halt die Orientierung nicht und die Achsen verschieben sich. Wenn man so runter geht, um einen Pfund zu holen, verschieben sich die Achsen und nach vorne ist dann nicht mehr nach vorne, sondern nach unten. Muss man halt die ganze Zeit umdenken, je nachdem, wie man halt im Wasser steht mit der Drohne. Da. Oh, da sind auch viele Muscheln dran. Vielleicht mache ich die Muscheln ab und mache die Flasche raus. Das ist, glaube ich, das Beste. Aber ich lege sie eh erstmal hier vorne ins Wasser, da können auch die Muscheln noch leben. Okay, nächster Fund ist jetzt vielleicht mal ein bisschen interessanter. Es ist pink. Und pink und halb rund. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine Frisbee. Aber das werden wir gleich rausfinden, falls ich es schaffen sollte, diese zu holen. Weil die könnte man noch gut benutzen. Die ist eigentlich ganz cool. Vollgas. Zack. Und Vollgas zurück. So, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Und zwar geht das Kabel jetzt doch hinten um den Baum rum. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich werde jetzt einfach mal in die Richtung fahren, gucken, was mit dem Kabel passiert. Und dann, ja. Aber es geht halt ohne Kabel auch nicht. Also die Datenübertragung im Wasser, die funktioniert ohne Kabel nicht. Drahtlos ist da nicht. Deswegen, wenn ein Handy ins Wasser fällt, kann man es auch nicht mehr anrufen. Also wenn zum Beispiel jemand sein Handy verliert, das liegt da im Wasser. Anrufen bringt da leider auch nichts. Genauso ist es bei der Drohne. Deswegen, ja, Kabel. Aber Kabel verheddert sich halt hier zumindest. Im See sind halt schwierige Bedingungen. Im Meer wäre es auf jeden Fall einfacher, denke ich. So, wir holen die Drohne jetzt erstmal raus und dann gehen wir mal auf den Sprungbaum vorne rauf und werden von dort aus die Drohne steuern, damit ich nicht hinten um den Baum muss. Ich bin zwar jetzt wieder frei, habe das Kabel auch schon wieder aufgerollt, aber ich möchte nicht nochmal am Baum hängen mit der Drohne. Deswegen müssen wir aufpassen, dass jetzt hier nichts reinfällt. Vor allem die Fernbedienung nicht, die ist natürlich nicht wasserdicht.
einigermaßen gut funktioniert. Dann gehen wir mal jetzt genau unter den Sprungbaum und dann gucken wir uns mal an, was da so liegt. Ich glaube, wir waren vorhin nicht an der richtigen Stelle tatsächlich. Mal sehen. Ich glaube, da ist was. Da leuchtet etwas Rotes im Wasser. Das gucken wir uns mal genauer an. Was ist das? Oh, ein Sopfgummi, oder? So, jetzt haben wir's. Okay. Bisschen hoch. Wieder waagerecht. Da ist er. Werde ich jetzt hier an die Badestelle? Ich weiß nicht, wie weit der Ast da auch noch rumgeht. Es ist alles ein bisschen kompliziert jetzt. Okay. Und abladen. Okay, ich bin da, glaube ich. Abladen. Rückwärts fahren. Na gut. Okay, dann schwimme ich jetzt wieder außen herum um den Ast natürlich. Okay, und nochmal runter da. Was ist das hier? Ah, eine Haarspange, oder? Naja, auch Plastikmüll. Ich leg's mal hier auf den Ast ab. Sollte passen. Hol ich mir nachher. Ich gehe nachher eh nochmal ins Wasser. Hol auch die anderen Sachen. Da muss ich nicht jedes Mal wieder hier um den Ast rumfahren und kann direkt nochmal runtergehen da zum Sprungbaum. Und nächste Runde. Was ist das? Nein! Nein, da liegt ein Fünfer. Ich glaub's nicht. Oh Gott, den kriege ich doch niemals. Ey, das ist ja witzig. Wer nimmt denn den Fünfer mit zum Baden? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oh Gott, das wird schwer. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich dachte echt, das ist einfach irgendein Stück Papier. Aber ja, von dem Runden da, das Runde da, das hat mich eher interessiert. Und dann habe ich gesehen, das ist ein Fünfer. Wie geil. Komm, ganz vorsichtig. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Das ist so witzig. Nein, das gibt's nicht. Oh Mann, ey. Und wo lag der genau? Ich gehe jetzt mal senkrecht hoch, dort wo er lag. Da hinten. Seht ihr's? Da hinten lag einfach der Fünfer. Das ist doch wirklich so geil. Das ist das zweite Mal überhaupt, dass ich Scheingeld im Wasser finde. Weil das ist auch echt eine Seltenheit. Das ist auf jeden Fall so. Und dann ausgerechnet mit der Drohne. Das ist natürlich witzig. Das gibt's nicht. Lebt der noch einigermaßen? Ja, ja. Wenn der trocknet, dann ist er noch fast gut. Ey, guck mal, da ist schon ein richtiges Loch reingepault. Da liegt er bestimmt schon ein halbes Jahr. Nehme ich den mal zum Trocknen hier hinter mich. Und dann fahren wir direkt noch eine Runde runter. Ey, cool. Das ist super witzig. Oh, ich bleib gleich so sitzen. Das ist eigentlich ganz angenehm so. So, ihr seht hier rechts unten übrigens, wie die Drohne im Wasser steht. Also so quasi fast senkrecht nach unten. Und das ist meine Taktik hier auch. Guck mal, das ist doch Müll hier. Weil man dann halt senkrecht den Boden unter einem hat. Oh, warte, da, das Feuerzeug, das holen wir uns. Das ist, glaube ich, umweltschädlicher. Wenn wir das kriegen, wäre auch cool. Die Sachen sind schon jetzt echt deutlich kleiner als gestern. Die Sachen, die wir hier finden. Es ist aber auch deutlich mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Oh, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig, weil das hier senkrecht auch im Wasser steht. Ja. Ich hab's tatsächlich. Sehr gut. Puh, also langsam macht das hier richtig Spaß, sage ich euch ehrlich. Es ist nicht wie richtige Tauchschatzsuche, da bin ich euch auf jeden Fall auch ehrlich. Aber es ist einfach mal was anderes. Ich weiß auch nicht, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist echt ein cooles Gadget hier. Und ich bin einfach nur gespannt, wenn man damit wirklich mal richtig tiefe Bereiche absucht, weil das wird richtig interessant. Oh, jetzt habe ich hier einen Crash gebaut aus Versehen unter Wasser und verliere fast das Feuerzeug. Habe ich einmal nicht aufgepasst gerade. Das ist so cool. Das ist halt irgendwie schon eher ein Roboter als eine Drohne. Eigentlich müsste man es Roboter nennen. Ich glaube, es heißt auch Roboter, ehrlich gesagt. So, diesmal drücke ich auch mal wieder auf Aufnahme. Gerade eben beim Feuerzeug, da habe ich wohl vergessen zu filmen. Das ist natürlich blöd. Egal, wir haben jetzt hier nochmal eine schöne, zack, Taucherbrille. Erster Versuch. Und da ist sie auch schon drin. Sehr gut.
sieht nämlich noch cooler aus, wenn das Ding hier mit Licht hochkommt. Tada! Ach, guck mal! Ich habe sogar gleichzeitig noch Glas gefunden, aus Versehen. Sehr gut. Hätte ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht hat man es in der Unterwasseraufnahme gesehen. Ich muss ehrlich sagen, die Kameraqualität ist auch gar nicht mal übel. Da habe ich echt mit ein bisschen schlechterem gerechnet, aber das kommt auf jeden Fall an eine gute Actionkamera ran. Das ist nicht schlecht. Und nochmal runter. Ich kann es gar nicht lassen, das macht so Spaß. Wir haben jetzt noch 43% hier im Akku. Die werden auf jeden Fall noch leer fahren, da könnt ihr euch sicher sein. Ich mache mal Licht wieder aus. Ich glaube, ohne Licht ist es doch... Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob ich es besser mit oder ohne Licht finde. Wir probieren es jetzt doch mal mit Licht ein bisschen. So, jetzt ist hier wahrscheinlich der letzte Fund für heute. Wir haben nur noch 19% in der Drohne. Irgendwie kamen da nicht mehr so gute Sachen leider. Deswegen werde ich versuchen, dieses Teil hier rauszuholen. Ich weiß nicht ganz, was es ist. Ich habe es schon einmal angepickt. Es scheint irgendwie was aus Stoff zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie groß und schwer das letztendlich ist und ob die Drohne das jetzt hier rauskriegt oder nicht. Aber ich gebe einfach mal Vollgas zurück. Gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Aber ich kann mir vorstellen, das wird schwierig. Es ist, oh, das ist ordentlich was Großes hier. Krass. 18% und auch niedriger Batteriestatus. Jetzt kommen hier schon die Warnungen rein. Die Warnmeldungen. Man sieht, wie die Drohne kämpft auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn das zu tief im Schlamm steckt, dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, das kriege ich nicht raus, leider. Ich lasse es mal los nochmal. Vielleicht ziehe ich an einer anderen Stelle nochmal. Probiere ich das nochmal. Todesrolle. Nee. Da hätte ich wahrscheinlich per Hand auch Probleme unter Wasser. Nehmen wir nochmal hier so eine Ecke. Es ist zu schwer. Nee. Okay, vielleicht finde ich... Oh, 10% nur noch. Vielleicht finde ich nochmal was anderes Kleines hier in der Nähe. Aber ich komme jetzt langsam zurück. Ich bin jetzt bei 3,30 Meter hier irgendwo drin. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter draußen mittlerweile. Guck mal, das da, was ist das? Was ist das? Das können wir nehmen. Das ist unser letzter Fund. Das sieht aus wie eine Dose. Oh nein, es sind zwei Dosen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Oh, was ist das hier? Vielleicht entscheide ich mich auch dafür. Sieht fast aus wie ein bisschen Schmuck. Ja, ich glaube, wir haben Schmuck gefunden. Komm, das ist ein guter letzter Fund. Auch wenn ich die Dosen jetzt eigentlich gerne nochmal rausholen würde. Aufsteigen, schnell zurück. 10%, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn die leer ist. Ich könnte ja theoretisch einfach am Seil ziehen und die so rausholen. Das wäre natürlich dann immer möglich. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Könnt ihr, glaube ich, auch verstehen, oder? Bei dem Preis der Drohne könnt ihr euch ja mal in der Beschreibung angucken, den Link. So, okay. Ab nach Hause. Guck mal, so weit draußen war ich. Wer schmeißt denn da hinten seine Dosen hin? Das muss ja irgendwie von einer Schwimminsel passiert sein oder so. Das waren ja auch zwei auf einmal. Aber so ein Handy wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn hier ein Handy liegen würde, würde ich auf jeden Fall mit der Drohne finden und könnte ich auch greifen. Ich glaube, das haben wir bewiesen. Da haben wir heute schon sogar ein paar kleinere Sachen als Handys greifen können. Ich glaube, er ist auch schon ein bisschen langsamer jetzt, wenn ich es richtig sehe, weil er einen niedrigen Batteriestatus hat. Vielleicht hat er deswegen auch den Schirm oder was auch immer das war, das Stoffteil, nicht richtig rausbekommen. Oder irgendwas ist im Rotor verfangen. Das wäre natürlich nicht gut. Gucken wir uns gleich mal an. Die Rotoren sehen erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Dann holen wir die mal raus hier, die gute. Mache sie aus, dann sinkt sie jetzt auf den Boden. Hier sieht man es noch auf dem Display ein bisschen. So, unser kleiner Schmuckfund, der ist da auch noch drin. Den gucken wir uns gleich an. Aber erstmal hole ich die Drohne raus. Okay. Da kommt die gute. Sehr schön. So, das Zeug haben wir auch gleich und den mittlerweile schon ein bisschen getrockneten Fünfer. Gucken wir uns gleich alles an, was wir gefunden haben. Aber ich muss auch nochmal ins Wasser einmal. So. Schön, guck mal. Das ist doch ein richtig schöner letzter Fund gewesen hier. Okay, wir gucken uns alle Funde an, nachdem ich die restlichen aus dem Wasser geholt habe. Also bis gleich. Dann gucken wir uns doch mal die Funde an, die wir heute machen konnten. Und zwar fangen wir mal an mit dieser wunderbaren Frisbee hier. Wird auf jeden Fall auch noch zum Einsatz kommen. Eine
volle Bierflasche, wirklich noch gefüllt, wird natürlich trotzdem weggeschmissen, logischerweise. Dann diese Flasche hier habe ich gerade von den Muscheln befreit und da steht drauf Deutscher Brunnen und hier steht Leihflasche. Könnte sein, dass die ein bisschen älter ist. Ich konnte jetzt nicht googeln, hier ist leider kein Internet, aber ja, die könnte schon ziemlich alt sein, weiß ich nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ihr diese Marke hier kennt. Kann natürlich auch nicht alt sein, weiß ich nicht. Da haben wir hier eine schöne Taucherbrille, die ist aber auch, obwohl, die kann man theoretisch auch benutzen, denke ich. Das hier ist Müll, das hier ist auch Müll und das hier ist auch Müll. Und dann haben wir hier tatsächlich doch zwei sehr, sehr gute Funde, und zwar einen 5-Euro-Schein. Der ist hier, wie gesagt, schon ein bisschen durchgefault. Also der liegt da schon ein bisschen drin, keine Ahnung, wie lange sich Geld im Wasser hält. Wie gesagt, ist mein zweiter Schein, den ich hier gefunden habe. Und dann letztendlich hier noch dieser letzte Fund. Der ist sogar ziemlich cool, wie ich finde. Also der Fünfer natürlich auch, aber das hier geht schon fast in die Richtung Schmuck. Sehr schön. Also hat auch eigentlich ganz gut geklappt, oder? So, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Teil hier zu testen. Wie gesagt, Links und so sind in der Beschreibung. Also könnt ihr euch mal angucken, wie viel das Ding hier kostet und was es noch für Aufsätze gibt. Denn dieser Robotikarm, das ist nicht das Einzige, was man daran machen kann. Da gibt es teilweise auch irgendwelche pH-Messgeräte und sonst was für Sachen. Also total abgefahren. Für die meisten ist das hier ja ein bisschen zu professionell. Zum nur Spaß haben ist das Ganze auch ein bisschen teuer. Aber ich denke, es gibt auch Leute, die haben tatsächlich Anwendungsbereiche dafür. Und ich persönlich freue mich sehr, damit in Norwegen tauchen zu gehen. Richtig bei 50 Meter Tiefe, komplett im Dunkeln, auch mal in der Nacht oder irgendwas. Mit den Scheinwerfern geht das natürlich. Und irgendwas richtig Cooles werden wir damit auf jeden Fall noch finden. Wenn es hier um so eine Sachen geht, da werde ich auf jeden Fall dann tauchen gehen. Ganz normal mit dem Metalldetektor vor allem auch. Aber wenn es so an richtig tiefe Bereiche geht, dann werden wir damit sicherlich auch mal ein paar richtig coole Funde machen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo für diesen Kanal könnt ihr natürlich auch gerne da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da geht es natürlich wieder ganz normal auf Schatzsuche. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss.